been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there. And every summer since. Ooh. 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 And your song is alive. It's filling all the empty eternity within these walls, within your precious heart. Ooh. Ooh. The days can be cruel. I know the hours take a toll. I know it's hard to open up the doors and let me see inside. But the dark is alright. I'm not bothered by the quiet. And a secret is a welcome thing. My arms are open wide. My arms are open wide. Oh. Hallo zusammen. Ja, ich stehe hier auf der Ruine Hinterburg im Neckarsteinach, im Neckartal, und habe hier unter mir die Neckarschleife, einer von zwei. Das ist die erste hier von Heidelberg aus gesehen. Und da will ich heute die Neckarschleife da fotografieren mit dem tollen Himmel hier. Tolle Bewölkung, perfekter Himmel, schöner Kontrast drin, schöne Struktur. Was will man mehr als Fotograf? Ja, kurz zu der Ruine Hinterburg. Die ist, ich habe hier einen Spickzettel, um das 11. Jahrhundert rum erbaut worden. So ist sie zumindest geschichtlich erfasst. Und hier rechts von mir, rechte Hand, zeige ich an euch noch, ist die Burg Schadeck. Die ist so aus dem 13. Jahrhundert. Und hinter euch, die sind leider von Bäumen verdeckt, ist einmal die Mittelburg aus dem um die 1165 rum datiert, und hinten dran ist die Vorderburg so aus dem 12. Jahrhundert. So viel kurz zur Geschichte der Burgen hier. Wird auch so die Vier-Burgentour hier genannt bei der Neckarbootstour, wo man von Heidelberg ausstatten kann. Das soll eine schöne Tour sein. Wir sind leider nicht dazu gekommen, die zu machen, aber es steht auf der To-Do-Liste. Und ja, wie ihr seht, habe ich das schon mal aufgebaut. Habe hier das Rollei Beta Mark II Stativ, drauf die D850 und vorne drauf, ja, dass ich ein bisschen den Kontrast abfangen kann.
den Rollei ND8-Filter, den Softverlaufsfilter drauf, weil doch der Kontrast vom, vom Neckar und dem kleinen Berg hinter dran zum Himmel doch zu krass ist, der Dynamikumfang. Und das will ich ein bisschen mit dem Verlaufsfilter da abfangen. Wird alles im manuellen Fokus, manuellen Modus fotografieren. Der Wind geht ein bisschen frisch hier. Habe ich mich ein bisschen unterschätzt mit der Jacke, mit dem Anziehen. Aber gut, muss ich jetzt durch. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn der mich dann hier auf der Tour begleitet. So dann später nach dem Fotografieren machen wir eine kleine Geschichtstour durch die Ruine hier. Also bleibt dran. Ich hoffe, das bleibt spannend. Ich bin das allererste Mal hier in der Neckarschleife und auf der Burg hier, der Burgruine, ist es ja viel mehr. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn er mich da begleitet bei der Geschichtstour. Ich fange jetzt einmal an, da mache ein Panorama draus, weil ich kriege das nicht komplett hin mit dem 24-70 mit der 2,8er Blende von Tamron. Ich habe zwar noch das 17-35er dabei, aber ich will erstmal ein Panorama machen. Und dann werde ich mal überlegen, ob ich noch das 17-35er drauf schraube oder nicht. Schauen wir mal. Jetzt erstmal das Panorama mit dem 24-70. Bin hier in der Matrixmessung. Eine Blende von, na, ich stelle mal 16 ein und werde hier ganz leicht auch noch unterbelichten, weil die Tiefe anheben, verliere ich nicht so viel Bildqualität, wie wenn ich oben eine ausgebrannte Fleck drin habe. Das möchte ich nicht. Und alles hier im Live-View. Mein berühmter Daumen wieder, dass ich weiß, wo ich anfange. Mach hier im Selbstauslöser-Modus. Das Histogramm sieht gut aus. Hab ISO 64 eingestellt und komme hier auf 1/5 Verschlusszeit. Mach hier im 2 Sekunden Selbstauslöser. Weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Und lege jetzt ab mal los. Number one. Gutes Drittel, immer schön überlappen, wenn der Panorama macht. Hat man einen Panoramakopf oben drauf und genau ausgerichtet, dass schön immer beim Drehen der Wasserwaage bleibt. Ne? Dran denken. Herrliches Wetter einfach zum Fotografieren. Oh, ich habe da noch schon in den Wolken ausgebrannte Stellen drin. Ich glaube, da muss ich den Verlaufsfilter, den 64er drauf machen. Jetzt mache ich erstmal das durch. Ja, da muss ich den 64er drauf machen. Der 8er ist zu schwach für die Wolken, weil die Sonne hinten dran, die tut doch die Wolken noch ganz schön durchleuchte. Wieder mein berühmter Daumen, dass ich schon wieder weiß, wo ich anfange. Das ist ein schönes Hilfsmittel in Lightroom dann oder in welchem Bearbeitungsprogramm auch immer. So, mache jetzt schnell den 64er drauf, dann sehen wir es gleich wieder. 32, nicht 64, sorry. ND 32, Softverlaufsfilter, nicht 64. Natürlich die Belichtung korrigieren müssen. ISO 64, Blende 16 behalte ich bei und lege jetzt halt mal los. Und schauen wir mal, was beim 32er rauskommt. Deutlich besser. Das Histogramm, ich blende es euch auch ein. Ich sitze in der Position. Ja, perfekt, muss ich sagen. Hätte ich beinahe verkackt. Ja, das ist gut. Also 32er ist perfekt, dass da keine ausgebrannten Stellen in den Wolken sind. Das Mitte Oktober sein Wetter, Leute. Wahnsinn, Wahnsinn, soll einem aber auch zu denken geben mit unserem Klimawandel. Oh,
Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger das Hauptmotiv hier. Dann noch ein paar Bilder von der Burgruine Hinterberg bei Heidelberg in der Neckarschleife. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt dran zur Burgführung, Burgruine-Führung, so heißt's. Upsala. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht merken, hier an der Bildqualität und am Stabilisieren und Farb, Ton und Dynamikumfang. Ich habe an meiner GoPro die Akkus leer gefilmt und musste jetzt halt hier umsteigen auf die D850 zum Filmen. Und drauf ist das 17 bis 35 mm von Tamron und habe hier eigentlich ja mit der Kamera filmen gar keine Erfahrung. Also da ein bisschen bitte ich um Nachsicht. Ja, ja, jetzt sind wir hier im Innenbereich. Ich mache es ein bisschen kurz. Von der Burgruine Hinterburg. Und ja, der Burgturm, da bin ich leider nicht mehr hoch, weil es dann leicht angefangen hat zu regnen und ich noch ja, zurück zum Auto laufen musste. Deshalb wusste ich dann nicht, ja, wie stark wird's. Habe ich nicht gemacht. Ja, der obligatorische Burgbrunnen. Hier sind wir im Innenbereich, ein kurzer Schwenk rum. Und jetzt gehen wir Richtung Plattform. Und da haben wir dann einen schönen Blick auf die Neckarschleife, die ich da fotografiert habe. Die Bilder habt ihr schon gesehen. Und ja, ich mache es jetzt halt kurz, weil wir gleich zum Ende kommen vom Film. Wem es gefallen hat, kann ja gern den Daumen hoch geben, wenn auch ein bisschen missglücktes Video ist. Aber würde mich freuen und ein Abo und die Glocke. Wem es gefallen hat, das verpasst da keins mehr. Der zukünftigen hier schön die Neckarschleife zu sehen. Ja, man sieht schon, es ist gut windig. Jetzt habe ich kurz das Bild eingefroren, dass man schön in Ruhe den Blick genießen kann. Und sag hier an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. I got a ticket in my hand to you. Canceling all my plans for you. Don't know where we're going, what we're gonna do. Got a ticket in my hand to you. 'Cause I'm thinking maybe we got something. Maybe we got something. Maybe we got something good. Maybe we got something. Maybe we got something. I know we got something good.